schonender Da Vinci, wie man mit Hilfe von roboterunterstützter Technologie die Ergebnisse für Patienten bei Blasennieren- und Prostataoperationen verbessern kann. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und bei der Gelegenheit darf ich mich natürlich vorstellen. Ich heiße Christian Wülfing, ich bin Urologe. Seit 10 Jahren bin ich Chefarzt in Altona, in der Klinik Asklepios Klinik Altona. Und wir haben uns in den letzten Jahren tatsächlich sehr spezialisiert auf minimalinvasive Operationen. Und ich möchte Ihnen gerne im Folgenden diese Präsentation zeigen. Dazu muss ich einmal hier die Technik in den Griff bekommen. Aber das geht, glaube ich, ganz gut. Nämlich, Sekunde. So, und zwar möchte ich Ihnen gerne im Folgenden einen Vortrag halten, der eigentlich vier geteilt ist. Und ich denke, es ist wichtig, einmal über die allgemeinen Informationen über das Da Vinci-System zu reden. Das Da Vinci-System, eins der modernsten Robotersysteme, die wir haben in der Medizin. Ich werde Ihnen da einen kleinen Einblick auch geben über die Vergangenheit, über die Historie der Operationstechniken, wie das überhaupt entstanden ist, dass man heutzutage über das Schlüsselloch operiert. Und ich werde Ihnen dann mal die Beispiele aus unserem Alltag zeigen. Und da reden wir im Wesentlichen über Nierentumoren. Wir reden aber auch über das Prostatakarzinom, den Prostatakrebs, den häufigsten Tumor beim Mann. Und zum Schluss, ganz kurz am Ende, möchte ich Ihnen nochmal zeigen, welche Möglichkeiten man auch hat bei Patienten, die ein Problem haben mit ihrem Harntrakt, in der Form, dass sich zum Beispiel Engstellen oder solche Dinge ergeben und man den Harntrakt rekonstruieren muss. Wir reden dort dann von rekonstruktiven Eingriffen in der Urologie. Aber nun zunächst zu dem Thema Allgemeines zum Da Vinci-Roboter. Und hier ist es ganz interessant zu sehen, wie wir in den letzten Jahren wirklich eine ganz erstaunliche Geschichte gesehen haben. Wenn Sie sehen, dass im Jahre 1901 zum ersten Mal ein Hund laparoskopiert wurde, da hat man die ersten Versuche gemacht und hat dann immer noch 90 Jahre oder knapp 80 Jahre gebraucht, um das mal bei Menschen zu testen. Es wurde 1985 die erste Gallenblase entfernt und bis dann die Urologen hinterherzogen mit der Entfernung der Niere, einer Totalentfernung bei einer Nierentumorerkrankung, waren wir schon im Jahre 1991. Das heißt, auch wenn das 30 Jahre her ist, ist die Entwicklung noch gar nicht so wahnsinnig alt. So, und Sie sehen hier schon, auch die radikale Prostatektomie kann minimalinvasiv gemacht werden. Und im letzten Bild, im letzten Absatz sehen Sie, wie wir, und das ist gleich auch Thema meines Vortrags zu dem Thema Nierentumor, wie wir in den letzten Jahren ganz entscheidend einen Paradigmenwechsel bekommen haben, nämlich von der Entfernung der ganzen Niere hin zur sogenannten Nierenteilresektion oder organerhaltenden Operation, wo eben nur der Tumor aus der Niere entfernt wird und die Niere als Organ erhalten wird. Das möchte ich Ihnen gerne zeigen und vielleicht an dieser Stelle auch noch mal in der letzten Zeile zu lesen. Heutzutage, und da sehen Sie den Stellenwert auch der Da Vinci-Technologie, werden schon 95% aller Prostatakrebsoperationen mit dem Da Vinci gemacht. Hier sehen Sie mal so ein Bild aus vergangenen Jahren. Hier sehen Sie die klassische minimalinvasive laparoskopische Technik. Also Sie sehen das Operationsteam, wie es am Bett oder am Patienten steht und noch diese Stäbchen in der Hand hält. Also mit Stäben durch Eingänge im Körper operiert. Und das Ganze ist tatsächlich ja gegenüber Operationen. Hier sehen Sie mal so ein Beispiel, wie wir auch kosmetisch in den letzten Jahren durch diese Technik sehr viel schonender arbeiten konnten. Das betrifft nicht nur die Haut von außen. Sie sehen hier mehrere Beispiele, wie es früher war und wie wir heute mit sehr kleinen Schnitten auch kosmetisch viel günstiger arbeiten können. Und natürlich hat das auch Einflüsse nicht nur auf jetzt Kosmetik, wie sieht mein Bauch hinterher aus, sondern eben auch auf die Frage, muss ich mehr Schmerzmittel nehmen? Tut der Schnitt noch weh? Kann ich schnell aus dem Krankenhaus entlassen werden? Und das sind alles Dinge, wo wir gelernt haben, dass wir sehr schonend unterwegs sind. Und das Interessante ist, wenn Sie sich mal anschauen, woher kommt eigentlich dieser Da Vinci-Roboter? Sie alle kennen Leonardo da Vinci, der ja ein begnadeter Wissenschaftler war und uns viele grundlegende Erkenntnisse zur Anatomie des Menschen gegeben hat. Da muss man sehen, ich habe Ihnen das hier in Wikipedia rausgesucht, das Da Vinci-System war eigentlich gedacht für den Kriegsfall. Es ist tatsächlich in der Rüstungsindustrie entwickelt worden, wo man versucht hat, ein System zu haben, mit dem man letztendlich an der Front sozusagen Verletzte ferngesteuert operieren kann. Und es ist tatsächlich so, dass das System bisher dort
noch nicht eingesetzt wird, sondern den Weg in die zivile Medizin gefunden hat. Es hat eine Firma gegeben, die sich da eben bekannt gemacht hat und das System vertreibt und mittlerweile wirklich mehrere tausend dieser Systeme auf der Welt betreibt. Und wenn man sich mal fragt, wie geht das denn? Was ist eigentlich der Da Vinci-Roboter? Da finde ich es immer sehr wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass der Roboter den Patienten operiert. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig für Patienten auch nicht nur zu wissen, sondern es ist auch unsere Aufgabe, den Patienten das zu sagen, weil es schon wichtig ist für die Menschen, die sich einer solchen Behandlung unterziehen, zu wissen, dass es am Ende doch der Chirurg ist, der mit seinen Händen dieses System steuert. Deswegen sprechen wir auch letztendlich von der roboterunterstützten oder assistierten Technologie. Und wenn man sich das System anschaut, dann sehen Sie hier ganz gut, dass das drei verschiedene Komponenten sind. Wir haben zum einen auf der rechten Seite, ich weiß nicht, ob Sie meinen Mauszeiger sehen, aber im Prinzip dieses Gestell, was mit den Armen später über den Patienten fährt. Ich zeige Ihnen das gleich auch noch im Bild. Wir haben die Konsole, also links im Bild dieses Gerät, wo Sie tatsächlich auch diese zwei Linsen sehen, wo also der Operateur dran sitzt und mit den Joysticks und den Fußpedalen, die Sie dort sehen, das System, also die Arme auf der rechten Seite, steuert. Ich zeige Ihnen gleich ein Video, wo man das, glaube ich, ganz gut sieht. Und damit das alles funktioniert, braucht man einen Monitor, damit man was sieht. Der Operateur sitzt an der Konsole, guckt dort hinein, aber natürlich das Team, der Assistent, die Operationsschwester, alle müssen in diesen Monitor schauen. Und natürlich, damit das Ganze funktioniert, brauchen Sie ganz viel Rechnerkapazität. Das ist nichts anderes als ein ausgefuchster Computer. Deswegen haben Sie hier in der Mitte diesen großen Turm, wo alles gesteuert wird, wo am Ende viel Computerleistung drin ist. Und ich will Ihnen mal zeigen, wie das im Alltag funktioniert. Dazu muss ich einmal hier kurz umschalten. Und Sie sehen nämlich hier jetzt mal live, wie das so in unserem Alltag ist. Ich erkläre Ihnen das. Sie sehen hier zum Beispiel, wie das Team das Robotersystem aufbaut und wie der Operateur hier an diesem Joystick sitzt und die steuert. Sie können es, glaube ich, gut erkennen, wenn man dann durch das dreidimensionale System guckt, hat man eine hohe Auflösung von bis zu 10-facher Vergrößerung. Das heißt, eine tolle Vergrößerung. Sie sehen, wie diese Arme gesteuert werden. Durch die Arme sind die Instrumente in den Patienten eingebracht. Und hier sehen Sie, wie das Team dann guckt. Und Sie können eben, glaube ich, auf diesen kleinen Ausschnitten, keine Angst, ich sage Ihnen gleich auch immer, wenn echte Live-Bilder kommen, der eine oder andere kann das vielleicht nicht so gut haben und nicht so gut sehen, dann ist es tatsächlich so, dass wir sagen können, dass mit diesem System eine ganz wirklich spannende und besondere, schonende und präzise Technik möglich ist. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Vergrößerungssystem. Wenn Sie sich vorstellen, dass das menschliche Auge bei einem Chirurgen ja auch sehen muss, dann ist es so, dass wir hier eine 10-fache Vergrößerung haben. Das heißt, ganz naturgemäß sehen Sie gleich viel besser die Strukturen, die operiert werden müssen. Wir kommen da gleich im Einzelnen noch drauf. Das andere ist, Sie haben es eben schon gesehen bei dem kurzen Beispiel, die Präzision der Instrumentenbewegung übersetzt sich wirklich ganz genau aus den Händen. Also so wie ich meine Hände an der Konsole bewege, so bewegen sich auch die Instrumente im Körper. Und das ist bei der guten alten Laparoskopie ganz anders, weil ich mit starren Stäben operiere. Da kann ich zwar auch einigermaßen gut arbeiten, aber sie haben eine unvergleichlich bessere Beweglichkeit und Präzision bei diesem System. Und jetzt starten wir mal dieses Video. Augenblick. Und da sehen Sie nochmal so im Alltag, wie das funktioniert. Mal gucken, ob es geht. Hier sehen Sie nochmal diese futuristische Anordnung des Systems mit den vier Armen. Sie sehen hier den Wagen, wie er über den Patienten letztendlich gefahren wird. Über diese Stäbe bringt man gewissermaßen die Instrumente dann ein und kann dieses System dann von der Konsole aus steuern. Das sehen Sie hier in dieser Animation eigentlich ganz gut. Und Sie sehen auch, wie gut beweglich diese Arme sind. Und in der Kombination dieser Trokarpen und dieser Arme haben Sie eben eine perfekte Beweglichkeit im Körper. Es gibt kaum eine Bewegungsrichtung, die Sie nicht vornehmen können. Und wenn Sie jetzt genau hingucken, sehen Sie hier diese Optik, die
tatsächlich zwei Kameras eingebaut hat, damit wir als Operateure, wenn wir da durchgucken, auch ein dreidimensionales Stereo-Sehen haben. Das habe ich eben noch gar nicht erklärt. Also es sind tatsächlich zwei Linsen, die man sieht, und damit sieht man als Operateur 3D. Und hier sehen Sie nochmal diese Konsole. Wenn man da durchguckt, hat man das tolle Bild, kann die Instrumente bedienen, kann die Kamera per Fußsteuerung bedienen. Das heißt, Sie haben als Operateur wirklich die perfekte Kontrolle über die Operation. Hier sehen Sie nochmal diese zwei Linsen. Und so funktioniert das. Also ein tolles System, und ich möchte Ihnen im Folgenden nochmal zeigen. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, dieses DaVinci-System, und das ist, glaube ich, für ganz viele ganz interessant. Wie lernt man das eigentlich? Wie lernt man das? Wann darf man mit so einem System arbeiten? Und ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich ein ausgeklügelter Prozess. Zum einen macht man am Anfang, bevor man als Operateur, der natürlich eine grundsätzliche Erfahrung im Operieren mit sich bringt, machen Sie viele Online-Trainings, viele virtuelle Übungen an diesem Gerät. Und Sie sehen hier mal auf diesen Bildern, dass wir auch mit unserem OP-Team in ein spezialisiertes Zentrum nach Belgien gefahren sind, wo wir wirklich von ausgebildeten Trainern an diesen Modellen und an diesen Dummies gewissermaßen die Technologie gelernt haben. Und wenn das dann alles funktioniert, dann bekommen Sie irgendwann eben dieses Zertifikat. Und das ist tatsächlich, muss man auch mal sagen, von der Firma extrem gut gemacht. Und es ist, bevor Sie dieses Zertifikat nicht erworben haben, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Pseudo-Ding, was man irgendwie sich besorgen kann, sondern es ist wirklich hart erarbeitet, und das garantiert eben auch für die Qualität, dass Sie als Operateur die ganzen Lernschritte gemacht haben, Tests gemacht haben, Prüfungen abgelegt haben und auch erst dann an den Patienten dürfen. Und wenn Sie dann an Patienten operieren, ist es ebenfalls so vom Konzept her, dass Sie am Anfang mit erfahrenen Operateuren zusammenarbeiten. Es gibt ein großes Netzwerk von Operateuren, die sich gegenseitig helfen. Und so ist es auch bei uns gewesen, dass wir bei den ersten Operationen auch Gäste hatten, die uns da tatkräftig unterstützt haben. Und dann ist es soweit, und Sie sehen hier ganz gut, wie wir im System hier sind und letztendlich auf der rechten Seite die Konsole nochmal sehen und im Folgenden dann tatsächlich hier im Operationssaal die Konsole haben, aber eben im linken Teil des Bildes auch die Roboterarme. Also, das war, kann ich Ihnen sagen, vor 3 Jahren haben wir das System in Betrieb genommen. Es war eine sehr aufregende Sache und macht aber sehr, sehr viel Spaß. Gut, jetzt zeige ich Ihnen gleich noch mal kurz. Dass wir das hier in der Urologie nicht ganz alleine nutzen. Mal kurz gucken, ob das hier angeht. Sondern wir haben in Altona ganz klar entschieden, das ist ein System, was interdisziplinär zur Verfügung steht. Also sowohl wir Urologen, aber auch die verwandten Disziplinen wie Gynäkologie, Chirurgie, HNO. Wir nutzen das in einem interdisziplinären Setting. Und ich glaube, an dieser Stelle darf man das auch mal erwähnen, dass wir für diese Idee, das sozusagen interdisziplinär zu machen, 2017 ausgezeichnet wurden mit dem German Medical Award. Das war damals die Idee auch von Asklepios, sich damals zu bewerben, weil wir irgendwie den Eindruck hatten, das ist was Innovatives, was den Patienten zugutekommt. Und ich hatte damals die Gelegenheit und Ehre, mit unserem Medical Director Professor Herborn in Berlin diesen Preis entgegenzunehmen. Und damit, meine Damen und Herren, ist mein erster Teil des Webinars schon beendet, nämlich der allgemeine Teil. Ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, und es war verständlich, wie dieses System eigentlich seinen Platz gefunden hat in der heutigen Medizin und Chirurgie. Und ich möchte im Folgenden jetzt auf die speziellen Teile in der Urologie kommen. Vielen Dank bis hierhin. Und zwar, in diesem Teil möchte ich Ihnen jetzt zeigen, welche Rolle eigentlich der DaVinci-Roboter bei Nierentumoren spielt. Sie sehen auf diesem Bild mal so ein Schema, ein Foto von eine Zeichnung eines Nierentumors. Und ich möchte Ihnen zu Beginn einmal zeigen, wovon wir überhaupt reden. Die Niere ist ja eines der best durchblutesten Organe im Körper. Pro Tag gehen ungefähr 1200 Liter Blut durch die Niere, also die ist sehr gut durchblutet, weil sie ja den Auftrag hat, das Blut zu filtern. Und aus dem Blut, wie Sie wissen, kommt dann der Urin, der die Giftstoffe raustransportiert aus dem Körper.
Und Sie sehen hier auf dem Bild ganz schön, wo die Niere im Körper liegt, nämlich in den Flanken beidseits, also im hinteren Bauchraum. Das ist für den Operateur natürlich erste Voraussetzung, dass man weiß, wo die Niere liegt, ganz wichtig, und was so in der Nachbarschaft auch liegt. Und das ist die Voraussetzung, damit wir unsere Tumoroperationen vorbereiten können. Was die Niere macht, will ich kurz erklären. Sie haben alle wahrscheinlich von Ihrem Wissen her vernommen, dass die Nieren verschiedene Funktionen im Bereich Wasserhaushalt, Blutdruck, die Niere produziert auch Hormone, der pH-Wert des Blutes hängt ein bisschen davon ab und natürlich, das ist ganz wichtig, zum Beispiel bei Medikamenten, die Niere scheidet harnpflichtige Substanzen aus. Und warum sage ich das an dieser Stelle, wo wir doch über Operationen reden wollen? Weil natürlich es ganz wichtig ist, dem Menschen, darauf kommen wir gleich nochmal, ist ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit, diese Nierenfunktion so gut wie möglich zu erhalten. Weil wir diese Funktion im Alltag, im Körper natürlich unbedingt brauchen. Und Sie kennen Patienten, die zum Beispiel an die Dialyse müssen, wo die Nieren nicht mehr funktionieren. Und das gilt es natürlich so gut und so lange wie möglich zu verhindern. Und da ist bei Patienten, die einen Tumor an einer Niere haben und die vielleicht eine Operation brauchen, natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt, wie schafft man das, die Nierenfunktion möglichst zu erhalten. Ich zeige Ihnen ein paar Zahlen. Man fragt sich ja immer, ist das was Häufiges, Nierentumor? Wie bekommt man das überhaupt? Ich darf Ihnen an dieser Stelle sagen, es gibt praktisch keine Risikofaktoren für Nierentumor. Man bekommt es einfach. Interessanterweise sind es trotzdem etwas mehr Männer als Frauen, die es bekommen. Und wir reden in Deutschland über ungefähr 16.000 Fälle im Jahr. Zum Vergleich, wenn Sie Prostatakrebs nehmen, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, oder Brustkrebs, dann reden wir über eine Größenordnung von ungefähr 60.000 pro Jahr. Das heißt, es ist eher ein bisschen seltener, ist aber ein Tumor, der insbesondere auch mit dem Alter zu tun hat. Das heißt, wir sehen tendenziell das eher bei älteren Menschen. Deswegen wird das auch in den nächsten Jahren zunehmen, diese Diagnose. Ganz spannend sind die beiden Zeilen am Ende, die ich Ihnen zeigen und vorlesen möchte, denn wir haben heute, und das ist der letzte Punkt, der durchsteht, ein ganz interessantes Phänomen der letzten Jahre gesehen. Dadurch, dass wir einfach viel, viel bessere Techniken haben in der Medizin, in der Diagnostik, wenn Sie an CT, MRT denken, dann ist es so, dass der Tumor, der Nierentumor heutzutage fast immer eine Zufallsdiagnose ist. Also man spürt das nicht, es macht auch keine Schmerzen, es gibt auch keine Tumormarker und in der Tat wird es sehr häufig per Zufall im Ultraschall oder anderen bildgebenden Untersuchungen entdeckt. Und wenn man sich anschaut, was ist eigentlich Nierentumor, da sehen Sie hier mal ein Beispiel, eine Zeichnung von einem italienischen Kollegen von mir, der mal auch versucht hat, die Nierentumore etwas zu charakterisieren. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle einfach nur nochmal sagen, und darum geht es ja für den Operateur, wenn der Patient wissen möchte, was steht ihm bevor mit der Operation, da sehen Sie ganz gut an diesem Bild, dass es unterschiedliche Nierentumoren gibt. Und zwar nicht nur von der Größe her. Sie sehen zum Beispiel hier oben einen relativ kleinen Tumor. Sie sehen, dass der benachbarte schon etwas größer ist. Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese Tumoren in einem Organ sitzt, was mit 1200 Litern Blut pro Tag versorgt wird, dann ist natürlich die Frage spannend, wie kriegen wir das da raus? Und natürlich ist dann auch die spannende Frage, ist es leicht, die Operation, oder ist es vorherzusagen, dass sie besonders schwierig ist? Und natürlich hat das mit der Lage auch der Tumoren zu tun. Es ist, glaube ich, sehr leicht verständlich, dass wenn der Tumor sehr in der Niere drin liegt, sehr zentral liegt, dann kommen wir auch näher an die ganzen blutversorgenden Gefäße und dann wird die Operation von Anfang an auch schwieriger, als wenn es zum Beispiel so ein Tumor ist wie hier oben, den man gewissermaßen auspulen kann, ohne großes Risiko. Und das ist eine spannende Sache und das ist das, was wir in Altona auch als Spezialisierung seit vielen Jahren jetzt machen und auch sehr wertvolle Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt haben, die am Ende uns im Alltag auch hilft, Operationsverläufe schon im Vorfeld für die Patienten abzuschätzen und ihnen auch ein sehr relativ gutes, präzises, eine präzise Vorstellung zu geben, was sie von uns als Operateure erwarten dürfen, wie die Operation laufen wird, ob sie leicht sein wird, ob sie schwierig sein wird, wie die Komplikationen sein werden, etc. Und ich zeige Ihnen mal so typische Bilder, die wir sehen und daran können Sie schon erkennen, wie unterschiedlich für uns das im Alltag auch ist und wie unterschiedlich die Patienten auch mit ihren Tumor
Bildern zu uns kommen. Hier sehen Sie zum Beispiel ein CT. Man schaut von unten auf beide Nieren auf der rechten Seite so ein kleiner Tumor am Rand, ganz gut zu sehen. Natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit zum Beispiel diesem Tumor, der viel weiter in die Niere hineingeht. Ich hoffe, Sie können das erkennen auf der linken Seite. Man schaut von vorne auf den Menschen drauf. Insofern ist das die linke Niere, die wir dort sehen. Und so ein Tumor, der schon ein bisschen weiter reingeht. So, und natürlich gibt es auch so riesige Tumoren. Wenn Sie sich das hier anschauen, dann ist das ein Tumor, der so locker 14, 15 Zentimeter hat, der ganz unbemerkt entstanden ist und den wir auch, ich nehme das gleich vorweg, den wir mit einer Operation heilen können. Das heißt, selbst große Tumoren sind wirklich sehr gut heilbar. Allerdings ist bei so einem Tumor hier es wahrscheinlich nicht möglich, das mit einer endoskopischen Methode zu machen. Und wahrscheinlich ist es auch nicht möglich, die Niere zu erhalten. Und das sind, glaube ich, spannende Sachen, mit denen Patienten dann zu uns kommen, wo sie beraten werden, mit welcher Art von Operation, auf die komme ich gleich noch, man da rangehen kann. Und hier sehen Sie zum Beispiel mal so ein klassisches Beispiel für einen Tumor, der eigentlich nicht groß ist. Sie sehen in der rechten Niere hier diese helle Kugel, die ist vielleicht so 2-2,5 Zentimeter groß. Das ist nicht besonders groß, aber dieser Tumor liegt wirklich mitten in der Niere. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind im OP-Saal und haben die Niere vor sich, dann werden Sie den Tumor von außen gar nicht sehen. Das heißt, man muss den orten mit einer Ultraschalltechnik und muss tatsächlich relativ tief in die Niere hineingehen. Und das ist eine komplexe Operation, wenn man die Niere erhalten will. Und hier sehen Sie auch jetzt nochmal in der Übersicht die Frage, die der Patient hat. Und das ist ein häufiges Szenario. Man kriegt diesen Überraschungsbefund. Irgendjemand hat was gesehen im CT, Sie haben einen Nierentumor. Der Patient ist zunächst mal verständlicherweise verzweifelt, überrascht. Was kann ich tun? Und es ist tatsächlich relativ einfach, denn die Therapie für solche Nierentumoren ist in aller Regel eine Operation. Es gibt ja bei vielen Tumorerkrankungen auch die Möglichkeit einer Strahlentherapie, einer Chemotherapie. Hier ist es tatsächlich so, dass wir sagen müssen, der Nierentumor wird mit einer Operation entfernt. Und da sehen Sie im oberen Teil, dass man das offen chirurgisch machen kann, also mit dem guten alten großen Schnitt. Oder aber man macht es mit einer minimalinvasiven Operationstechnik, die man entweder nach der guten alten Methode machen kann, das hatte ich Ihnen eben gezeigt, mit den Stäbchen hier im oberen Bild zu sehen, oder aber mit unserer neuen Technologie, der robotischen Technik, die einfach noch ein bisschen schonender und noch spezifischer und noch für den Patienten bessere Ergebnisse bringt, was ich Ihnen gleich zeigen werde. So, jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Daten zeigen. Vielleicht noch mal kurz zur Frage. Bis vor 10, 15 Jahren hat man tatsächlich diesen Patienten allen die Niere rausgenommen. Und ich hatte das eben aufgeführt. In den letzten Jahren haben wir ganz klar einen Paradigmenwechsel bekommen. Das heißt, es wird heute viel mehr die Niere erhalten. Und wenn Sie sich das hier anschauen, warum ist das so? Natürlich ist es zum Ersten schon mal so, weil die Tumoren, die man findet, immer kleiner werden, weil wir mit der besseren Bildgebung die Tumoren viel früher sehen als noch vor 10 Jahren. Der nächste Punkt ist, nicht alle Tumoren sind bösartig, sondern wir haben bei diesen kleine Tumoren sind tatsächlich sogar relativ häufiger gutartig, nämlich in bis zu ein Drittel, sodass man für einen gutartigen Tumor natürlich erst recht die Niere nicht entfernen möchte. Der nächste Punkt ist die operative Technik. Wir haben natürlich auch hier in den letzten Jahren sehr viel Fortschritte gemacht, auch bei den offenen Techniken, aber eben ganz besonders auch bei den minimalinvasiven Techniken. Wie gesagt, die Robotertechnik ist erst in den letzten Jahren gekommen und sie hat wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass es auch immer besser möglich wird, Patienten organerhaltend zu operieren und den Patienten möglichst viel Niere zu erhalten. Ein letzter Punkt, der ganz besonders wichtig ist, ist tatsächlich auch die internistische Bedeutung. Das heißt, ein Patient, dem Sie die Niere komplett entfernen, der wird, wie Sie auf dieser nächsten Grafik sehen, das ist eine Studie, die gemacht wurde, wo Sie anhand der zwei Linien erkennen, was passiert eigentlich mit der Nierenfunktion. Und Sie können ganz gut sehen, dass bei der Teilerhaltung die Nierenfunktion, der blaue Strich oben, fast stabil bleibt, während bei den Patienten, wo man die Niere rausnimmt, die Nierenfunktion runtergeht. Nun ist es so, dass die Patienten jetzt nicht gleich dialysepflichtig werden, aber schon eine leichte Verschlechterung der Nierenfunktion kann für die nächsten Jahre bei den Patienten bedeuten,
dass er ein höheres Risiko bekommt für kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und das ist eben ein Grund, warum wir aus internistischen Gründen eben versuchen, die Niere so gut wie möglich zu erhalten. Vom Prinzip her möchte ich Ihnen nämlich mal zeigen, wie das funktioniert. Und da sehen Sie hier in meiner Übersicht dieses wunderbare schematische Video, was Sie auch bei uns auf der Homepage sehen können. Und da wird nochmal angezeigt, wie das eigentlich funktioniert. Da sehen Sie hier das Schema einer Niere mit dem Nierentumor. Sie sehen ganz gut, wie in diesem Fall jetzt diese Trokare eingebracht werden. Das wäre das Beispiel jetzt für eine laparoskopische Operation, wie man die Niere kurz abklemmt, den Tumor entfernt und mit einer ausgeklügelten Nahttechnik alles möglich wieder verschließt. Und ich würde Ihnen gerne hier auch nochmal ein Original-Live-Dia zeigen, ein Live-Video zeigen. Das ist jetzt leider aufgrund einer technischen Störung nicht verfügbar. Ich denke aber, es ist nicht ganz so schlimm und für die Planung der Zeit jetzt auch vielleicht schöner, wenn wir dann noch über die anderen Möglichkeiten der Da Vinci-Operationen sprechen. Also nochmal zusammenfassend, Organerhalt ist tatsächlich die Maßgabe, die Leitlinien unserer Welt sagen uns auch, wir sollen so gut wie möglich die Niere erhalten. Und das hatte ich Ihnen erklärt, dass das überwiegend auch daran liegt, ob das gut gelingt, wie kompliziert der Tumor liegt, wie groß er ist, aber wie kompliziert er auch liegt. Und inzwischen ist es so, dass wir in Altona bei uns fast 80% aller Nierentumoren organerhaltend operieren können. Und das ist natürlich auch dem Vorteil oder der Entwicklung mit der Da Vinci-Technologie zu verdanken. Ich möchte Ihnen noch kurz was zeigen, was uns natürlich sehr bewegt, weil häufig auch die Frage ist, wer ist eigentlich ein guter Operateur oder was ist eigentlich eine gute Operation? Der Patient hat ja zu Recht den Anspruch, dass er gut operiert werden möchte. Und Sie sehen mal, dass wir natürlich auch in der Presse und in unserem Alltag Anforderungen an die Qualität haben. Und das ist auch gut so. Sie sehen auf diesem Bild, wie wir hier in den letzten Jahren unsere Nierentumoroperationen entwickelt haben. Und Sie können ganz gut erkennen, dass wir den Anteil der robotischen Operationen hier ganz stark steigern und dass wir auch damit rechnen, dass insofern auch die Gesamtzahlen der organerhaltenden Operationen in den nächsten Jahren weiter nach oben gehen wird, weil wir eben sehr spezialisiert sind und diese Technik vorhalten. Trotzdem nochmal zurück zur Frage, was ist eigentlich eine gute Nierentumoroperation? Da gibt es ganz tolle Studien, auch aus den USA. Ein befreundeter Urologe von mir, Inder Birgil, steht hier auch aus Los Angeles, hat das entwickelt, dass er gesagt hat, wenn man einen Nierentumor organerhaltend gut operiert, also der Patient geht hinterher raus und sagt, das war eine gute OP, das Ergebnis ist sehr gut, dann ist schon mal wichtig, dass der Tumor richtig rauskommt, R0, wir nennen das also negativer Schnittrand, der Rand des Tumors darf nicht mehr, muss sozusagen tumorfrei sein, man muss also mit einem gewissen Sicherheitsabstand den Tumor rausholen. Dann ist es wichtig, dass man die Niere nicht zu lange von der Blutzufuhr abklemmt. Sie hatten das im Schema eben gesehen, dass man die Arterie abklemmt. Und natürlich soll es keine Komplikationen geben. Wenn man die Blutzufuhr nämlich zu lange abklemmt, dann wird die Niere ihre Funktion verschlechtern, einbüßen. Das heißt, man hat auch immer eine gewisse zeitliche Komponente und tatsächlich läuft bei uns in Altona in der Sekunde, wo die Nierenarterie abgeklemmt wird, läuft die Uhr und die OP-Schwester ist immer so nett und sagt nach 5, nach 10 und 15 Minuten Bescheid. Und glücklicherweise können wir in über 90% der Fälle unter diesen 20 Minuten bleiben. Und wenn es mal 22 Minuten werden, ist es meistens auch nicht schlimm. Aber das ist eben ein wichtiger Faktor für die Qualität. Und wenn man nicht nur den Anspruch hat, jeweils eins dieser Ziele zu erreichen, sondern für jeden Patienten alle drei Ziele, dann spricht man von der sogenannten Trifecta. Und wir sind eigentlich ganz zufrieden mit unseren Ergebnissen, weil wir aus der Literatur wissen, dass große Kliniken aus den amerikanischen Staaten zum Beispiel um die 70-80% erreichen und wir inzwischen auch diese Schallmauer erreicht haben und eben Patienten zusagen können, dass sie sehr, sehr, sehr häufig mit einem guten Operationsergebnis hier versorgt werden. Das ist uns wichtig. Insofern darf ich hier schon mal für diesen Part zusammenfassen, meine Damen und Herren. Sie haben mitgenommen, dass die Nierentumoren heutzutage sehr häufig sehr zufällig festgestellt werden, dass wir immer kleinere Nierentumoren sehen, weil die Diagnostik so gut ist und dass diese Nierentumoren am Ende aber sehr unterschiedlich sind, inzwischen zwar in ihrer Größe, aber auch in ihrer Lage. Und Sie haben auch verstanden, dass die Therapie der Wahl ganz klar die Operation ist. Es gibt praktisch keine anderen Möglichkeiten.
Und wenn man operiert, ist heutzutage die organerhaltende Operation anzustreben. Und ich glaube, was ganz schön deutlich geworden ist, auch wenn ich Ihnen das eine Video jetzt noch nicht zeigen konnte, dass Sie durch die Vergrößerung, das 3D-Sehen und die Freiheitsgrade, die Sie bei der Bewegung haben, Sie müssen ja unter Zeitdruck auch alles wieder vernähen, dann haben Sie für die Patienten eben hier die Möglichkeit, eine sehr gute Ergebnisqualität zu erreichen. Und ich denke, das ist für uns hier als Nierenzentrum gewissermaßen fast schon Pflicht, der wir uns unterwerfen müssen, dass wir für unsere Patienten auf diese Qualität auch bestehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin und würde zum nächsten Teil übergehen. Dazu kann ich Ihnen vielleicht, genau, wer Interesse hat für Fragen oder andere Dinge, hier habe ich einmal kurz die Hotline eingeblendet, unserer Abteilung. Und ich würde dann weiter fortfahren mit dem Thema Prostatakarzinom. Auch hier ist es ganz wichtig, denke ich, im Vorfeld nochmal über Grundlagen zu sprechen. Welche Rolle spielt der Da Vinci-Roboter beim Prostatakarzinom, ist ja schon eine sehr spezielle Frage. Deswegen möchte ich Ihnen gerne ein paar einleitende Worte nochmal zum Prostatakarzinom sagen. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann ist hier oben die Harnblase und Sie sehen, dass die Prostata zwischen Harnblase und Harnröhre liegt, die beim Mann hier umfasst ist von den Schwellkörpern des Penis, und Sie sehen, wie eng es auch hier hinten dem Rektum, dem Enddarm anliegt. Das ist ja auch der Grund, warum wir Diagnostik der Prostata häufig durch Abtasten, durch Ultraschall, durch den Enddarm machen können. Und wenn man sich fragt, was ist eigentlich die Prostata, dann kann man das sehr schnell erklären. Die Prostata ist nichts anderes als ein Geschlechtsorgan. Sie produziert einen Teil der Samenflüssigkeit. Und diese Samenflüssigkeit oder dieser Teil der Samenflüssigkeit hilft es uns Männern, sozusagen die Fruchtbarkeit zu verbessern, weil in der Flüssigkeit wichtige Bestandteile sind, die die Spermienzellen, also die eigentlichen Samenzellen, schneller machen. Insofern ist die Prostata eine Drüse, sie produziert diese Flüssigkeit, sie hat ungefähr die Größe und Form einer Kastanie und sie ist von einer Kapsel umschlossen. Das ist deswegen wichtig, weil wir bei dem Prostatakarzinom immer sehen müssen und unterscheiden müssen, ist das Prostatakarzinom auf die Prostata begrenzt oder hat es die Prostata und damit die Kapsel der Prostata verlassen. Sie sehen bei dieser Grafik jetzt einmal, da ist der rote Kasten etwas verrutscht, aber Sie sehen ganz oben in der Häufigkeitsstatistik bei Tumorerkrankungen steht bei den Patienten tatsächlich, bei Männern, das Prostatakarzinom. Das heißt, das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor beim Mann. Das sind amerikanische Zahlen, aber diese Zahlen können Sie ungefähr auch gleichsetzen mit europäischen Zahlen. Und in Deutschland, hatte ich eben schon gesagt, sind es ungefähr 60.000 Fälle jedes Jahr, die neu diagnostiziert werden. So, die spannende Sache ist immer, und das ist, finde ich, an dieser Stelle auch gleich schon ganz wichtig zu erwähnen, deswegen steht es drunter, viele Männer sterben mit, aber nicht an Prostatakrebs. Das heißt, die Sterblichkeit, also das, was wir ja verhindern wollen, die ist nicht an Nummer 1, die ist nach wie vor am häufigsten bei Lungenkrebsen. Trotzdem sterben in Deutschland 12.000 Männer pro Jahr an Prostatakrebs. Und ich glaube, bei der ganzen Diskussion, ob ein Prostatakrebs schlimm ist oder nicht, ist natürlich nichts außer Acht zu lassen, dass 12.000 Männer in Deutschland daran sterben. Das heißt, diesen Männern muss geholfen werden. Und an diesem Schema können Sie eigentlich sehr schön sehen, dass es eine große Rolle auch für die Prognose spielt. Also Prognose heißt, was hat der Patient vor sich, was wird passieren. Und da sehen Sie an den Balkendiagrammen, dass wenn der Prostatakrebs auf die Prostata beschränkt ist, dass Sie in über 90% 5-Jahres-Überlebensraten von fast 100% haben. Das heißt, das sind Tumoren, an denen Männer nicht sterben und die auch häufig sich gar nicht verschlimmern. Anders wird es aber, und das ist ganz wichtig auch nochmal zu betonen, weil häufig so getan wird, als wäre Prostatakrebs irgendwas Harmloses, was jeder im Alter bekommt. Das stimmt auch, aber es geht darum, die schlimmen Fälle, und die sehen Sie im Schema hier oben rechts, also wenn das Prostatakarzinom sich dem Rand nähert oder hinauswächst, dann sinkt auch sofort die Chance der Männer,
dass das Organ begrenzt ist und dass man kein Problem dadurch bekommt. Deswegen gilt es, die richtigen rauszufischen. Und Sie sehen es hier in dem Schema nochmal. Wir können also nicht sagen, alles ist für alle gleich. Es gibt Unterschiede bei den Prostatakarzinomen. Und ich mag sehr gerne diesen Vergleich Kätzchenkrebs, Tigerkrebs. Natürlich ist es wichtig für den Patienten, dass man vorher rausfindet durch Biopsien oder andere Dinge, genau festzustellen, was für eine Art Tumor ist das? Ist das was, womit man sogar leben kann? Oder ist das aggressiv wie der Tiger und der Urologe muss eingreifen? Ganz schnell, wie untersucht man die Prostata heutzutage? Wie kommt man dahin? Es ist nichts anderes als die Tastuntersuchung, der Ultraschall, ein Tumormarker, der PSA-Wert und eben am Ende auch eine Biopsie, die man machen kann, sehr komfortabel. Es ist keine großschmerzhafte Sache. Wir haben eine schöne Technik mit Lokalanästhesie entwickelt, wo das alles kein Problem ist. Hier steht jetzt noch nicht das MRT. Das MRT, also Kernspin der Prostata, wird in den nächsten Monaten bis Jahren eine noch bessere und größere Rolle spielen. Deswegen bin ich ganz sicher, auch heute gehen einzelne Patienten schon in ein MRT. Das würde ich jetzt hier heute ausklammern, weil es ja um die Operationstechniken gehen soll. Und hier sehen Sie auch nochmal, ein Prostatakrebs muss gar nicht immer behandelt werden. Sie sehen als Top Nummer 1 die sogenannte aktive Überwachung, also Active Surveillance im Englischen, ein Krebs, der in Ruhe gelassen wird, aber den man sich schon aktiv vornimmt, ihn beobachtet und dann zu gegebener Zeit auch dann handelt. Und handeln kann man eben auch sofort bei bestimmten Krebsarten, wo man das Überwachen nicht machen will, wo man eben einen Tigerkrebs hat, möglichst schnell behandeln will. Da kommen dann natürlich Operationen, Bestrahlungen in Frage. Und bei fortgeschrittenen Stadien oder eben wo der Patient solche Maßnahmen nicht mehr bekommen kann, gibt es auch medikamentöse Hormontherapien. Bei der Operation ist es so, dass ich auch an dieser Stelle nochmal sagen möchte, es gibt leider in den Medien sehr viele Artikel, die den Eindruck erwecken, als wäre Prostatakrebs nicht so schlimm und als könnte man das in Ruhe lassen und als würde, so sehen Sie es hier, vor ein paar Jahren erschienen, in Deutschland wird viel zu viel operiert. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle sagen, ja, das mag sein, dass in Deutschland zu viel operiert wird, aber bei Prostatakarzinom ist genau das Gegenteil der Fall. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland sind in den letzten Jahren 20% weniger Prostatakrebsoperationen gemacht worden. Aus einem ganz einfachen Grund. Denken Sie an das Kätzchen. Man hat festgestellt, die Kätzchenkrebse müssen nicht operiert werden. Und der Anteil der Patienten, die wirklich nur beobachtet werden, hier hat zugenommen und der Anteil der Operationen hat abgenommen. Trotzdem ist es besonders wichtig, hier nochmal zu betonen, es sterben 12.000 Männer im Jahr. Und das sind natürlich die Männer, die anscheinend keinen Kätzchenkrebs gehabt haben, sonst wären sie nicht dran gestorben. Und das sind die Patienten, die wir rausfischen müssen mit unseren guten Diagnostikmethoden und die wir dann auch einer Operation zuführen müssen, weil sie ohne die Operation keine Heilung erfahren werden. Und Sie sehen einmal das Schema, was ich eigentlich ganz anschaulich finde und an dem man auch nochmal erklären kann, warum ein Da Vinci-Roboter so viel Vorteile hat für die Patienten. Sie sehen nämlich hier, wie es vor der OP aussieht, in diesem Bild, wie zwischen der Blase, das ist hier die Harnblase, und dem Schließmuskel, der quere rote Balken hier, Sie sehen, wie die Harnröhre hier durchzieht. Und da liegt die Prostata dazwischen. Und jetzt ist es, glaube ich, sehr leicht verständlich, wenn Sie sich das rechte Bild anschauen. Nach der OP ist die Prostata hier weg. Und das sieht alles schön aus. Und tatsächlich haben wir mit dem Da Vinci-Roboter fast auch die Möglichkeit, durch die Vorteile, die ich Ihnen genannt hatte, nämlich Präzision, größere Vergrößerung, zehnfach, dreidimensionales Sehen, haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, das Gewebe so darzustellen. Trotzdem ist es ja so, dass es so einfach nicht ist, denn ganz wichtig für die Patienten ist, der Schließmuskel darf auf keinen Fall verletzt werden. Sie dürfen also nicht zu nah an den Schließmuskel kommen. Sie dürfen aber auch nicht Prostata drin lassen. Das heißt, hier gilt es eben sehr präzise zu arbeiten. Und wenn Sie sich angucken, wie das Bild hier unten weitergeht, da kommen die Schwellkörper. Das heißt, auch die Erektionsfähigkeit des Mannes hängt sehr davon ab, was hier passiert, weil hier wirklich haarfeine Nerven, die Sie im Regelfall gar nicht so leicht sehen können, herlaufen. Und dies natürlich gilt zu schonen.
Und wenn Sie sich mal anschauen auf diesem Bild, das habe ich vor vielen, vielen Jahren bekommen, es ist herrlich, es ist ein historisches Bild von der ersten radikalen Prostatektomie 1922. Die wurde damals noch in einem Hörsaal gemacht, heute aus hygienischen Gründen völlig undenkbar. Aber zum Glück hat sich die Zeit entwickelt. Spannend ist immer die Frage, wer bekommt eigentlich eine Operation? Und da haben wir mit unserer Fachgesellschaft letztendlich festgelegt, es macht Sinn, natürlich, dass es ein Prostatakrebs ist, der behandelt werden muss, also ein Tigerkrebs. Es ist gut, wenn der, wenn das Karzinom auf die Prostata begrenzt ist und wenn der Patient an sich natürlich gesund genug ist, um eine OP zu haben und möglichst eine Lebenserwartung von 10 Jahren hat. Warum ist das so? Weil der Prostatakrebs langsam wächst. Und wenn man weiß, dass sehr schwer kranke oder sehr alte Patienten einen Prostatakrebs haben, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel geringer, dass dieser Krebs noch Unheil anrichtet. Die Ziele bei dieser Operation, nochmal ganz kurz, ist natürlich die Krebskontrolle. Der Krebs muss raus, ganz wichtig. Aber neben dieser Sache ist es auch ganz besonders wichtig, und das unterscheidet das Prostatakarzinom von anderen Organen, wo man vielleicht ein Organ rausnimmt, ohne dass man eine Änderung bemerkt, ein Stück Darm zum Beispiel oder ein Stück Lunge oder ein Stück Leber oder auch ein Stück Niere. Hier ist es so, dass wir besonders aufpassen müssen, dass der Patient seine Harnkontinenz nicht verliert, also nicht hinterher Urin verliert, weil der Schließmuskel beeinträchtigt ist. Und für die Patienten, wo eine Sexualität besteht, eine Erektionsfähigkeit vorhanden ist und auch gewünscht ist, können wir in vielen Fällen heutzutage sehr präzise ein Nerverhaltensverfahren anwenden und daher dem Patienten auch hier eine gute Qualität anbieten. Nun muss man fairerweise sagen, die Operation, da bin ich ganz offen zu Ihnen, wurde ja nicht mit dem Da Vinci plötzlich über Nacht fiel die vom Himmel, sondern die hat sich entwickelt. Die hat sich entwickelt aus den offenen Operationstechniken, die auch ich viele Jahre an der Universitätsklinik in Münster gemacht habe und die auch sehr gute Ergebnisse abgeliefert hat. Aber die minimalinvasiven Techniken sind für den Patienten einfach viel schonender. Wir sehen heute, dass Patienten, die früher 10 Tage im Krankenhaus gelegen haben, heute nur 5 Tage liegen müssen. Und eben der Da Vinci, das hatte ich Ihnen erklärt, die ganzen Strukturen, also Schließmuskel, Erektionsnerven, viel, viel besser auch darstellen kann, sodass ich persönlich glaube, der Trend, den wir in den USA sehen, dass 95% aller Prostatakrebs-OPs schon mit dem Da Vinci gemacht werden, auch sich hier in Deutschland und überall anders fortsetzen wird. Ich komme jetzt zu einem Punkt, wo ich Ihnen zum Abschluss noch mal ganz kurz ein paar kleine Videos zeigen möchte. Ich darf Ihnen sagen, wir haben das hier so besprochen, auch lange überlegt, ob wir diese Videos zeigen, weil es sind echte Operationsvideos. Für diejenigen, die sich von Ihnen da zart beseitet fühlen, manche fallen ja in Ohnmacht, wenn sie sowas sehen, dürfen Sie jetzt mal kurz die Augen zumachen und ich schaue mal, ob das System funktioniert. Ich muss es wahrscheinlich hier rüber abfahren. Ich denke aber, es ist mal schön und interessant, das zu sehen. Also für die von Ihnen, es ist ja schonend operiert, insofern ist es jetzt auch nicht ganz so wild. Ich zeige Ihnen mal hier das erste Video. Sie sehen hier den Blick in den Körper und ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie hier unten, da wo die Schere arbeitet, den Beckenbodenmuskel sehen. Sie können also schon mal erkennen, wie das Instrument sehr gesteuert, wie gesagt mit der Vergrößerung und 3D-Blick, hier in der Lage ist, diesen Beckenbodenmuskel, der natürlich auch dem Mann hinterher hilft, von der Prostata, die Sie hier links im Bild sehen, abzuschieben. Ganz wichtige Sache. Und wenn ich Ihnen dann das nächste Video nochmal zeigen darf. Augenblick. Dann ist es jetzt der nächste Schritt bei dieser Operation, wo man das ist die falsche Sekunde. Genau, hier sehen Sie nämlich jetzt, wie die Harnröhre entfernt wird. Das ist also im Prinzip genau, ich gehe nochmal zurück, genau die Stelle, wenn Sie sich das an das Schema erinnern, genau die Stelle, wo die Harnröhre über dem Schließmuskel abgetrennt werden muss. Das heißt, hier im Bild sehen Sie den Katheter, Sie sehen hier die Prostata. Und Sie sehen hier die Harnröhre, die ganz präzise hier eben entfernt wird, ohne zu nah an die Prostata zu kommen und ohne zu nah an den Schließmuskel zu kommen. Die Prostata wird in so einem Bergebeutel entfernt und dann sehen Sie eigentlich sehr schön, wie man jetzt, und das kann ich Ihnen sagen, ist mit Da Vinci wirklich perfekt, weil Sie die Nähte, die Sie hier machen,
natürlich auch präzise setzen müssen, damit die neue Verbindung zwischen Harnblase und Prostata eben auch gut funktioniert. Und der letzte Punkt, bei diesem Patienten hatten wir auch eine Schonung der Nerven gemacht. Ich hoffe, dass das mal anschaulich wird. Hier sehen Sie die Prostata gewissermaßen von hinten. Das sind die Samenblasen. Und Sie sehen jetzt, wie hier, ich habe das auf Wiederholen mal gestellt, wie hier die Schichten, da sehen Sie, wie diese ganzen Fasern hier abgeschoben werden, wo man im Prinzip dort die Nerven, das sind alles Nerven, die Erektion letztendlich steuern, dass die hier perfekt erhalten werden können. Und ich denke, dass hier nochmal zusammenfassend gezeigt werden kann, dass diese Da Vinci-Technik einfach uns im Alltag auch ermöglicht durch den technischen Fortschritt, dass wir hier auch genauso wie bei den Nierentumoren auch eine ganz gute Ergebnisqualität für die Patienten erreichen können. Ich zeige Ihnen hier jetzt nochmal die Zusammenfassung und möchte tatsächlich mit dem Credo nochmal anfangen. Die beste OP ist die, die man nicht machen muss. Das ist tatsächlich etwas, was wir Patienten auch häufig sagen. Aber ich finde, man muss dann auch so ehrlich sein, der Patient, der eine OP braucht, weil er ein aggressives Prostatakarzinom haben, den möchten wir natürlich dann auch, ehrlich gesagt, vor dem Prostatakrebs bewahren. Und natürlich ist unser Ziel eine erfolgreiche Operation mit einem guten Ergebnis für die Patienten. Und ich glaube, ich habe Ihnen zeigen können, dass die roboterassistierte Technik hier ein Höchstmaß an Präzision bietet. Das ist bislang unübertroffen, wie ich finde, weil sie die anatomischen Strukturen, die sie schonen müssen, nämlich der Schließmuskel, die Erektionsnerven etc., hier gut schonen können. Auch hier nochmal unsere Telefonnummer, die ich überspringe. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit zu dem Thema, zum Da Vinci beim Prostatakarzinom. Und ganz zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch einen Satz sagen, was mein Verständnis ist oder meine Prognose der nächsten Monate und Jahre, wie sich Da Vinci weiter, wie er sich sozusagen entwickeln wird. Und das sind die rekonstruktiven Eingriffe. Ich habe Ihnen ein kleines Beispiel mal gezeigt. Eingangs hatte ich erklärt, was damit überhaupt gemeint ist. Letztendlich geht es um Veränderungen im Harntrakt. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass nach einer Bestrahlung oder wenn ein Patient eine Operation im Bauchraum hatte, durch Vernarbung der Harnleiter eng wird, dann bekommt der Patient einen Harnstau. Man muss eine Vernarbung zum Beispiel korrigieren am Harnleiter. Man nennt das eine Rekonstruktion. Genauso gibt es das Beispiel, und das möchte ich Ihnen hier einmal zeigen, der Nierenbeckenplastik. Also Sie sehen in diesem Bild hier links ganz schön, wie ein Nierenbecken hier stark erweitert ist. Der Urin staut sich auf. Warum? Weil hier eine angeborene Enge zum Beispiel ist oder eine Enge, die sich über die Jahre eingestellt hat. Und auch hier können wir sehen, dass hier rechts im Bild, da ist ein Bild von einem Nierenbecken. Und da können Sie eigentlich sehr schön sehen, wie dieses Nierenbecken hier letztendlich erweitert ist und durch die OP hier im Schema gut zu sehen, wie man eben eine Rekonstruktion des Nierenbeckenabgangs machen kann, eine sogenannte Nierenbeckenplastik. Das ist ein Eingriff, den wir mittlerweile in den letzten 10 Jahren hier fast 200 Mal in Altona gemacht haben und damit eben Patienten vor einem Funktionsverlust der Niere bewahren, weil eben durch gestauten Urin in einem Nierenbecken letztendlich die Nierenfunktion schlechter wird. Das heißt, auch die rekonstruktiven Eingriffe in der Urologie sind tatsächlich etwas, was noch nicht so stark und oft mit dem Da Vinci gemacht wird, bei uns in Altona eben doch, weil wir uns da spezialisieren und glauben, dass auch hier die Patienten von der Präzision der Instrumente und dem guten Blick und letztendlich von dem minimalinvasiven Charakter der Operation stark profitieren. Meine Damen und Herren, bin ich tatsächlich am Ende meines gesamten Webinars. Ich glaube, ich habe Ihnen zeigen können, dass wir uns zunächst mal freuen können, dass diese Technologie des Da Vinci-Roboters Einzug gehalten hat in die Medizinwelt. Wie gesagt, in den USA werden sehr, sehr viele Operationen schon damit gemacht. Wir in Altona haben dieses System seit 3 Jahren und setzen es eben ein bei Nierentumoren, bei radikalen prostatarekonstruktiven Eingriffen. Und ich ist klar geworden, dass durch die Eigenschaften was eben anders ist, die man beherrschen muss, aber die uns ermöglicht, für Patienten, und das muss es immer sein, es ist nicht Zeug als Operateur, sondern es geht um den
Und ich freue mich, dass wir da in Altona auf einem so guten Weg sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.